Ich habe es eben im Vorgespräch erwähnt. Erstmals 2016 hatten wir BIM auf diesem Technologieforum. Dort haben wir uns angenähert, eigentlich BIM in ihren ersten Ausprägungen in der Normung hat schon in den 90er Jahren angefangen. In der Diskussion damals hatten wir noch nicht richtig das Internet etabliert, die Technologien natürlich nicht. Aber in der Vision haben schon vor 30 Jahren die Altvorderen auch in der Technologie das Thema auf dem Schirm gehabt. Und jetzt sind wir nun mal weiter, das Internet ist etabliert, KI in einer brutalen Schnelligkeit verändert gerade die Welt, das wird auch ein Thema sein, wie möglicherweise KI jetzt dieses Thema beschleunigt. Auf jeden Fall wollen wir heute eigentlich darüber diskutieren, wo steht der Prozess, welche Meilensteine sind bereits erreicht, wo sind Hemmnisse und was muss noch geschehen. Und ich würde dazu, so wie es hier beschrieben ist, als Talkgast Heiko Dehne von ETIM, bitte orangene Sitze und dann entsprechend, damit nachher das Publikum die Kollegen zuordnen können, Platz zu nehmen. Sergio Dravet von RZB Leuchten darf ich begrüßen, der die herstellenden Blickwinkel einbringt auch und was uns freut aus den Bereichen der Leuchtenindustrie. Markus Groben von Kanzler, er steht für die Planungsinstanz, auch ein Kollege, der viele, viele Dekaden an dem Thema schon dran ist und auch leidenschaftlich für dieses Thema arbeitet. Markus Hettig, Schneider Elektrik, Vice President dort und eigentlich auch schon seit 20 Jahren an dem Thema dran. Wie ich weiß, sagt er, teilweise auch ein Hobby und das muss man auch. Man muss leidenschaftlich an so einem Thema dran sein. Und Clemens Schickel, Kollege aus dem BTGA, würde ich auch begrüßen wollen, der auch die planende Seite, ausführende Seite betreut bzw. dafür steht. Ja, ich würde bewusst als Eingangsfrage stellen wollen, was sind mal ganz generell die zentralen Herausforderungen der Building Information Modeling Methode und würde bewusst mal Markus Hettig zu Beginn ins Panel reinnehmen und wir können dann auch gern, Sie können ergänzen, weil es gibt viele Blickwinkel zu der sehr allgemeinen Frage. Was sind die zentralen Herausforderungen? Ja, im Thema, wenn man heute Hochbau und Brücken nimmt, ist das modellhafte Plan ja schon gang und gäbe und funktioniert auch sehr gut. Die Herausforderung ist eigentlich, die gesamte Technik, die TGA, sauber abzubilden und auch so zu vorbereiten, dass es, wenn in Betrieb übergeht, weil letztendlich müssen wir ja über das Thema Planen, Bauen und Betreiben reden und letztendlich muss das Modell über alle drei Lebens- oder Stufen hinweg gehen. Und das große Herausforderung ist dann, nicht nur in einer Gewerkplanung stecken zu bleiben, sondern dann im Betrieb auch einen Zwilling übergeben zu können, wo die Infos drin sind, die eigentlich der es betreiben soll, auch braucht. Ja, bewusst auch an die Praktikerseite, Kollege Schickel, Groben. Er hat wunderbar beschrieben, wo heute noch schon die Hemmnisse sind. Was haben wir dann schon erreicht? Also im Wesentlichen ist es ja so, Also im Wesentlichen ist es ja so, dass man, wie mein Vorredner schon sagte, den gesamten integralen Prozess sehen muss und auch das Betreiben des Gebäudes. Das heißt, hinter jeder BIM-Anwendung muss eigentlich auch ein Geschäftsmodell stehen. Wir sind relativ weit, was die Digitalisierung angeht. Wo wir noch nicht weit sind, sind bei den harten Brüchen zwischen Planungsphasen. Also im glatten Prozess müsste es im Plan ja so laufen, dass ich von der ersten Idee über die Vorplanung, Entwurfsphase, Ausführungsplanung, dann Übergabe an die ausführende Firma, dass die in dem Modell weiterplant, dass es ein homogenes Modell ist, was im Lauf des Prozesses sich immer mehr detailliert und letztendlich mit einem standardisierten Thema ans Facility Management übergeben wird. Dann eben für Predictive Maintenance, also dass ich weiß, wann ich meine Türschließer warten muss oder Brandmeldeanlagen, wie auch immer. Und in der Praxis sieht es im Moment noch so aus, dass bei vielen Bauvorhaben das nicht beim Bauherrn ankommt, für was er das braucht. Nur die Bauherren, die selber betreiben, sehen den Vorteil. Und dass wir jetzt, was die Planung angeht, auch unter den Planungsbedingungen noch harte Brüche haben. Das heißt, die Entwurfsplanung, Ende. Dann wird weitergearbeitet, Ausführungsplanung, Ende. Im Moment viele große Elektrofirmen bauen ihr eigenes BIM-Modell, das wissen Sie. Ne? Dann geht es da wieder Ende bis zur Werkplanung. Also wir sind von diesen Durchgängigkeiten noch ein Stück entfernt.
Ja, Sie beschreiben ja gerade eine proprietäre Welt, die entsteht, weil Großinvestoren, EZB oder Großgebäude das sozusagen dann organisieren, die Vorteile sehen, aber Sie sind in einer proprietären Welt unterwegs. Herr Trawert, aus der herstellenden Sicht, ja. Wie spüren Sie das draußen am Markt, wenn dann solche Anforderungen kommen? Was bedeutet das für Sie konkret? Als ja, Unternehmen? Also für uns bedeutet das, dass wir natürlich Daten vorhalten müssen, Daten erzeugen müssen. Und da ist genau, was der Kollege sagte, wir sind heute eigentlich im Wesentlichen abgedeckt mit den geometrischen Daten, aber nur als geometrische Außenansicht. Ne, was dann kommen muss, wären sozusagen die Innenansichten, Anschlussszenarien, Anschlusslöcher, wo gehen die Elektrokabel rein. Diese ganzen Dinge fehlen noch. Da gibt es ja im ZVI eine Arbeitsgruppe, BIM-Arbeitsgruppe, die hat jetzt ja 2021 dort eine technische Spezifikation rausgebracht, die ENZEN 17623 für Leuchten. Und da werden über 360 Merkmale beschrieben, damit man dann später sagen kann, aha, so sieht es dann nach der Vorplanung aus. Ne? Und dann kommen natürlich noch die ganzen weiteren Daten, Betrieb, Maintenance und so weiter. Das haben wir jetzt aktuell noch nicht. Das sind so die Schritte für die nächsten Jahre. Ja, stelle ich die Frage an Heiko Dehne vom Großhandel, der einerseits nicht für den Großhandel, für ETIM, aber ETIM ist ja eine Klassifikation, er ist ein Vertreter für eine Klassifikation, die in diesem Bereich etabliert ist. Wie sehen Sie aus Ihrem Blickwinkel BIM? Weil BIM sind in der Grundlage erstmal Produktdaten, das haben wir schon gespürt. Genau. Herr Groben hat beschrieben, die Brüche in den Planungsinstanzen. Aber vielleicht für Sie zur Erklärung, die BIM-Methode ist eine Methode. Das Ziel ist, ist ein modernes Schlagwort, ein Digital Twin eines Gebäudes zu erstellen. Das ist immer die Frage, was ist ein wirklicher Zwilling? Wir können die Fassade, auch wir Menschen haben ja eine Psyche und auch ein Gebäude hat eine Psyche, das würde ich als Facility Management bezeichnen. Das wird also wesentlich komplexer, also der Zwilling ist da schon sehr graduiert. Aber ohne Produktdaten geht sozusagen gar nichts. Das heißt, ohne Hersteller, und zwar nicht nur die Elektroseite, sondern hier in so einer Halle haben wir ganz, ganz viele Dinge, die müssen beschrieben werden. Wie sehen Sie aus Ihrer Klassifikationssicht und Großhandelserfahrung Sicht, wo BIM aktuell steht und wo die Hemmnisse sind? Also die Hemmnisse sind ganz klar die vielen Schnittstellen, die unterschiedlichen Software-Tools. Etwas, was auch sehr auffällig ist, wenn über BIM gesprochen wird, wird immer erstmal das Thema 3D in den Vordergrund gestellt. Und wir bei ETIM, wir kommen ja mit einem Klassifizierungsmodell, das seit über 20 Jahren die technischen Merkmale abbildet. Ne? Aus vertrieblicher Sicht aber, wir haben ein sehr, sehr komplettes Modell, was die technischen Merkmale angeht. Und am Thema 3D sind wir am Arbeiten. Der Elektrogroßhandel an sich sucht in diesem BIM-Umfeld noch seine Spielwiese, möchte ich mal sagen. Da gibt es unterschiedliche Aktivitäten am Markt. Je nach Gruppierung setzen die andere Schwerpunkte. Und ja, für den Hersteller, aber da haben wir ja noch andere Vertreter, die da noch mehr zu sagen können, da ist einfach die Anforderung wirklich, wie bediene ich die unterschiedlichsten Anforderungen. Aktuell in den Gesprächen mit unseren Mitgliedern kommt ganz klar die Information rüber, ja, wir bereiten uns alle auf das Thema vor, aber die Planer oder die Objekte, sagen wir es mal, die Objekte für BIM in der Breite gibt es noch nicht. Nein, also ich würde auch Markus Hettig, er spricht ganz sicher auch für E-Class und Klassifikation. Das Stichwort war zu Recht, wir sprechen immer von 3D-Objekten. Ist das so oder ist BIM und das, was wir da liefern, mehr wie 3D-Objekte? Ich würde gern von Herrn Groben was aufgreifen. Ja. Das Thema ist, wir wollen ja keinen digitalen Schatten, sondern ein digitales Modell. Und Herr Groben hatte gerade gesagt, dass wir diese Medienbrüche haben. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, im Verlaufe des Prozesses, ob ich jetzt plane, das Bauen oder betreibe, vereinfacht ausgedrückt, habe ich andere Fragen, die ich an das Produkt stelle.
Der Kollege hatte gerade gesagt, ne, ich habe die Anschlusspunkte, das ist gut, wenn ich in Betrieb nehme, aber vielleicht möchte ich ja beim Betreiben wissen, wann muss ich denn die LEDs austauschen, weil sie ihre 5000 durchschnittlichen Lebensstunden erreicht haben, wann muss ich vielleicht eine Lüfterwartung durchführen, wann muss ich eventuell bestimmte andere Anlagenteile im Gebäude warten, also diese ganzen Wartungsinformationen, die dann wieder für den Betreiber wichtig sind, den interessiert vielleicht gar nicht der Anschlusspunkt oder die Geometrie, der hat vielleicht ganz andere Bedürfnisse. Und die Herausforderung ist, wenn wir wirklich einen Zwilling haben wollen und keinen Schatten, dass wir uns Gedanken darüber machen, wer fragt zu welcher Zeit eigentlich das Modell und wie antwortet das Modell zurück, in dem Fall jetzt auf mich als Produkthersteller bezogen, wie muss mein Produkt zurückantworten? Und zwar mit digitalen, maschinenlesbaren Informationen. Also ich möchte da vielleicht gleich was zu sagen. Ich möchte kurz was dazu sagen. Es ist die Frage, wer aus welchem Blickwinkel Daten abfragt, die Daten sind immer dieselben. Die müssen sich in Datenbanken behindern, aber ein Planer fragt was anderes wie ein Betreiber und die Formate müssen halt definiert werden. Also ich sage mal so, der eine Hersteller macht 1, 2, 3, 4, der nächste macht 4, 3, 2, 1 und da sind einfach die Herr Thematiken. Krumm, wir sind dabei, aber sind wir denn bereits, also wir diskutieren über hätte, hätte, müsste. Wo stehen wir denn, Herr Schickel, heute in der Praxis? Sind die Formate da? Und das will ich auch rauskitzeln. Wo stehen wir denn im Prozess? Also irgendeiner muss ja anfangen und man muss es ja entwickeln, damit wir vom Schatten, aber wenn gar kein Schatten da ist und ich jetzt, wie gesagt, vom Ende, wo sind wir in dem Schattenprozess bis hin zum Ende, Herr Schickel? Ja, wir sind da an einem ganz wichtigen Punkt in dem Prozess, an einem Punkt, an dem sich entscheidet, wie wir in Zukunft zusammenarbeiten werden auf dem digitalen Bereich. Es gibt die unterschiedlichsten Klassifizierungssysteme, wir haben hier E-Team sitzen, gibt auch andere E-Class zum Beispiel, gibt auch Bimeta, das jetzt versucht da zwischen den einzelnen Klassifizierungssystemen zu interpretieren, zu verbinden. Und jetzt an der Stelle, an der wir sind, müssen wir zusehen, dass wir ein Übertragungssystem, ein Klassifizierungssystem finden. Vielleicht ist es auch kein Klassifizierungssystem, aber ein System finden, Daten auszutauschen. Und zwar Daten zwischen all den Beteiligten, zwischen all den Rollen, die im Lebenszyklus eines Gebäudes auftreten. Beginnt mit der Projektentwicklung, wenn grüne Wiese ist. Da werden die Grundlagen schon gelegt, da werden erste Datensätze gesammelt, werden Anforderungen gestellt und bereits diese Informationen müssen in ein Datenmodell mit einfließen. Und dann wird dieses Datenmodell nach und nach angereichert, da kommt dann irgendwann ein Architekt mit rein, dann gibt es Baugenehmigungsinformationen, extrem wichtig, bis zum Rückbau des Gebäudes müssen diese Informationen erhalten sein, die Behörden, die Gesetze an das Gebäude stellen. Dann kommen die einzelnen Fachplaner rein, jeder hat andere Sichtweisen auf das Modell, jeder braucht andere Daten. Und alle diese Daten müssen zusammengeführt werden, müssen sich verstehen und müssen auch in 50 Jahren, Lebenszyklus des Gebäudes, noch gelesen werden können. Absolut. Wer heute noch eine Floppy-Disk hat, der kann ja mal versuchen, die zu lesen. Ja. Bin ich mal gespannt, wie das geht. Ich will es konkretisieren. Wer ist jetzt dafür zuständig, dass es zu dieser Konvergenz über 23 Gewerke kommt? Eine Schickel, aber gerne hier auch in den Kreis rein. Wer ist, wir müssen ja irgendwie mal beginnen, gibt es da eine Regierung, eine BIM-Regierung, die das, ich will es konkret machen. Es gibt ja, also die besten Player, denke ich, sind die Verbände, die, wenn die sich zusammensetzen, die spiegeln die Landschaft der einzelnen. Wer sind die Verbände? Die Verbände sind der ZVEI, der ZVEH, Building Smart, der BTGA, die müssten sich einigen auf gemeinsame Übertragungswege, dann könnte man zum Ziel kommen. Im ist eine sehr nationale Sicht, weil es ist ein internationales Thema und muss komplett international angelegt werden. Und jetzt haben wir nur unsere technische Welt, aber da gibt es ja noch irgendwie unser Investor, Bauindustrie, Facility Manager. Also ich will ein bisschen rauskitzeln, wie kommen wir zu einer Konvergenz? Also ich glaube, die Arbeit der Verbände ist sehr wichtig. Ne? Wir selber sind ja im ZVI dort, Fachverband Licht. Und ich glaube, das Allerwichtigste, was wir da geschafft haben, ich habe es gerade erwähnt, dass wir schon mal einen technischen Standard aufgestellt haben für Leuchten. Der ist auf der CEN-Ebene durch, aktuell läuft es auf der ISO-Ebene. Und dann denke ich, dass wir diese Daten, die Sie gerade erwähnt haben, da gibt es ja diese Level of Details, Level of Information und so weiter, da bin ich heute so weit, da stehe ich mit Herrn Dehne sehr eng in Kontakt. Ich würde als Hersteller am besten den ganzen Container liefern.
Und der Einzelne, der das dann später braucht, muss sich aus diesem Container der Daten das rausfiltern können. Da gibt es schöne Beispiele. Ja. Sie haben da schon ein schönes Video zu gemacht. Ja. Vielleicht übernehmen Sie an der Stelle. Ja, also ich sag mal, unser schönstes Beispiel ist eigentlich Ihr Katalog bei uns im Metim-BIM-Portal, wo wir wirklich mit einer Datei die Masse der Informationen wirklich zentral bereitstellen können. Wenn ich was dazu sagen darf, aus Planersicht, im Moment ist es investorengetrieben. Das heißt, es wird sehr viel handgeschnitzt, auch von den Planern, um BIM-Projekte machen zu können. Die Daten sind aber da. Was ich mir wünschen würde, wäre, jetzt wenn wir mal den Level of Detail sehen, nehmen wir mal eine frühe Planungsphase, ich kriege ein Pull-Down-Menü, alle Daten sind da, ich brauche von der Leuchte nur die Lichtdaten und vielleicht noch ein paar Sachen. Weiter später im Prozess brauche ich mehr Daten. Also kommt wieder mein Pull-Down-Menü, dann wähle ich die Daten aus demselben Datenbanksatz raus. Und nur so kann das funktionieren. Richtig. Und das bedeutet, die Daten müssen in strukturierter Form in einer Form vorliegen. Das heißt, wir unterhalten uns auch hier gerade auf der Bühne, weil wir haben eine Grammatik und wir haben Vokabeln. Und da wir das irgendwann mal gelernt haben, wie wir die Grammatik und die Vokabeln anwenden, können wir uns unterhalten. Das Gleiche ist im Prinzip jetzt übertragen auf das Modell, dass wir eine strukturierte Daten brauchen, die in einem Prozess funktionieren. Prozesse bestehen aus Regeln. Die Regeln sind in der Regel physikalisch auch begleitet. Sie haben das Beispiel Licht gebracht. Ich kann auch das Beispiel Lüftung nehmen. Da wird ein bestimmter Druck ermittelt, wie ein Kanal ausgelegt werden muss. Also wir dürfen nicht vergessen, dass ich ja eigentlich am Ende ein funktionsfähiges Gebäude haben möchte, was energieeffizient funktioniert. Und hier habe ich also Auslegungsprozesse in den verschiedenen Phasen. Das waren am Anfang, nehmen wir lieber Level of Detail oder Level of Information, sehr gering. Und wenn ich das Gebäude übergebe, maximal. Und deswegen, strukturierte Daten. Wir haben die ISO 16, jetzt komme ich auf das Thema international, wir haben die ISO 16757, das ist die BIM-Norm. Und da ist ganz klar der Abschnitt Daten drin. Der wird heute gespeist an der VDI 3805 als deutscher Input und geht dann im Prinzip auch auf das Thema, das ist der Chapter 8, Prozesse ein. Also wir haben heute Möglichkeiten, uns daran zu beteiligen, als Industrie, als Verbände, als Ausführende, als Planende. Und letztendlich kann ich nur einladen, dass wir versuchen, in eine Richtung zu rudern und nicht in fünf verschiedene, weil sonst verlieren wir die Leute allein schon da auf dem Weg, dahin zu kommen. So, super. Es gibt eine Norm, aber sie wird scheinbar nicht erkannt, angewendet, weil Markus Groben beschreibt es ja, investorengetrieben und es gibt digitale Planungen, aber handgeschnitzt und mehr oder weniger proprietär. Woran hängt das? Weil es gibt ja außer uns Beteiligten jetzt aus der TGA noch andere Player im Gebäude. Aus Ihrer Erfahrung, wenn Sie in der EZB planen, schauen Sie ja links und rechts, sind ja auch ein Teilplanungsmodell bei so einem Projekt. Wo stehen wir? Also wie gesagt, die Architektenplanung ist weiter wie die TGA-Planung. Und innerhalb der TGA-Planung ist Heizungs- und Lüftungsgewerke sind weiter wie die Elektrotechnik. Das liegt einfach auch daran, dass es im Gebäude eine Verteilung gibt, 2/3 HLS und 1/3 Elektrotechnik in etwa. Mal so ganz grob, natürlich immer variierend. Und wie gesagt, es gibt die Inputs und die Sachen auf der Hochbauseite und es zeichnen sich auch bestimmte Systeme ab, auf die es hinausläuft. Was ich bei den Architekten immer nicht ganz so sehe, ist die Struktur der Daten. Das kann ich auch nicht beurteilen als TGA-Planer. Ich sehe es nur bei uns. Also ich habe immer wieder die Fragen hier auch auf der Messe, ja, was wollen Sie denn? Ja, was brauchen Sie denn? Wir haben ja alle Daten da, geben Sie uns doch bitte mal an, was Sie wann brauchen. Und dann sage ich, gut, wir planen mal zusammen einen Kindergarten oder eine Schule und dann können wir ausarbeiten, was aber wir jetzt benötigen. Das ist ja ein super Punkt. Herr Dravert sagt, am liebsten hätte ich aus Herstellersicht einen Container, hier gebe ich das ab, und nach mir die Sinnflut, können die anderen das justieren. Dann sagen Sie alle schon eben erwähnt, wir bräuchten sowas strukturiert, Level of Detail. Und so wie ich irgendwie grau in meinem Studium noch erkenne, gibt es hier sowas wie eine neutrale Planung. Es gibt einen juristischen Prozess, dass ich eine Grobplanung habe bis zur Feinplanung. Das macht auch durchaus Sinn. So, wer legt dann jetzt die Level of Details fest? Wo kann ich, wer ist die sogenannte Regierung, die dann im virtuell, der sagt, okay, dann muss ich diesen Graduierung wo legen. Und es gibt einen IFC-Standard für den einen oder anderen, der jetzt nicht so tief drin ist. Da gibt es ja auch ein Datenformat. Warum kommen wir da nicht strukturell weiter? Ja, in den Bauvorhaben, wo handgeschnitzt wird, nennt sich das dann BIM-Koordinator und dann fängt es schon an, welche Kollaborationsplattform nehmen wir denn?
Also wir haben so 26 zur Auswahl. Dann haben wir die Architektur, Architekturen-Tools oder Architekturen Softwareplanungstools, davon haben wir auch 26. Und das Problem, was wir heute haben, sind diese Inseln. Das heißt, auf der einen Seite habe ich die eine Insel, die andere Insel und es gibt zu wenig Brücken. So, genau. Und diese Brücken, die gilt es eigentlich anhand von konkreten Beispielen mal auszuprobieren zu bauen, eben nämlich genau auszuprobieren, wie komme ich von links nach rechts. Mhm. Und das sind die Sachen, die wir eigentlich ja versuchen. Ja, das ist ein guter Ansatz. Ich denke, ein ganz wichtiger Einstieg in das Umgehen mit der BIM-Methode und in die Fragestellung, welche Daten brauche ich denn überhaupt und wie stelle ich die zur Verfügung, ist die korrekte Beauftragung, ist die Äußerung des Bauherrn darüber, was er denn haben will. Wenn Sie ein Auto kaufen, gehen Sie nicht ins Autohaus und sagen, ich hätte gerne ein Auto. Vielleicht schieben wir das an den eigentlichen Bauherrn. Ja, der will ja eigentlich nur einen Bau haben. Ja? Das ist die Grundlage. Der Bauherr, und ich möchte kürze das gerne ab, ja. Muss die AIAs formulieren. Das sind die Auftraggeber-Informationsanforderungen. Und in diesen wird auch der Umfang der benötigten Daten formuliert. Und wenn der Bauherr weiß, was er will, dann kann der Planer, das ausführende Unternehmen, das auspreisen. Und dann kann man am Ende prüfen, ist es auch beliebt. Aber Entschuldigung, der Ansatz, da muss ich mal rein in diesem Ansatz, weil in diesen Ansatz muss ich mal rein, weil ich kann ja als Hersteller nur nicht sagen, okay, da, Bauherr 1, Bauherr 2, Bauherr 3, Bauherr 350, Bauherr 2700 und je nachdem, was der will, stelle ich meine Daten zusammen. Leute, das wird nicht funktionieren. Also ich brauche einen Container, wo ich alles reinpacke. Das kann über die IFC sein, das ist ein offener Standard. Wir reden jetzt von 4.0. Aber ich kann die auch strukturieren. Ich kann sagen, Level 100, 200, 300, das kann ich auch noch machen. Aber dann kann ich nicht noch individuell jeden Bauherrn bedienen. Das wird nicht funktionieren auf Dauer. Ich will bewusst jetzt mal reingrätschen, weil das ist hervorragend, dass man sieht, hier Quelle, hier der Bauherr muss wissen, der Bauherr muss erstmal gar nichts wissen, der will ein Gebäude. Und da gibt es ganz sicher irgendwie eine Instanz, Generalplaner oder jemand, der das dann aufnehmen muss. Als Kunde will ich erstmal einen Bestellprozess und beschreiben. Und klar, dieses Anforderungsmanagement, was ich verstehe, muss ja auch strukturiert werden. Also auch Kunden, Generalplaner sind individuell, haben unterschiedliches Wissen. Ich komme wieder zurück. Wo werden dieses Systemwissen, dieses Ordnungsmethodenwissen, wo sind wir da im Prozess, wo wird das organisiert? Also man muss dazu sagen, es ist natürlich Pflicht von Generalplanern und Beratern, den Bauherrn zu informieren. Das heißt, der muss einen Nutzen erkennen. Das kann auch ein Controller sein, der sagt, ich habe den Nutzen im Facility Management, das im Jahr in Euro so und so viel. Und ich möchte eins auch sagen, wir haben ja strukturiertes Planen. Es ist ja jetzt nicht so, dass wir in einem analogen Planungsprozess kreuz und quer planen ohne Strukturen. Wir wissen sehr genau als Fachplaner, was wir in welcher Planungsphase, in welchem Detaillierungsgrad brauchen. Und ich habe ja eingehend gesagt, es muss ein Datencontainer sein und der Fachplaner muss mit Pull-Down-Menü oder wie auch immer auswählen, ich habe für auch für diesen Kunden diesen Detaillierungsgrad. Das ist vielleicht für einen Fraport ein anderer wie für einen Häuslebauer. Und dann ist der Planer die Instanz, der eben dann aus dem Container sich die Sachen rauspickt. Der Container muss aber über das gesamte Modell da sein, weil ein Facility-Planer oder ein Ausführender wird sich andere Daten holen. Der braucht eine Montageanleitung. Der braucht keinen Durchmesser von einem Rauchmelder oder irgend sowas. Das braucht jemand weiter vorn. Und wir haben ja auch das, was Sie sagten, die Vorgaben des fabrikatsneutralen Plans und die juristischen Prozesse. Wir können also gar nicht jetzt zu einem Hersteller gehen und sagen, schieb mal rüber und generiere mir mal automatisch einen LV und dann kommen lauter Schneider. Das wäre ein Traum. Zum Beispiel. Das wäre schon zu Beginn den Planungsprozess als Hersteller steuern können. Also als Herstellervertreter ein Traum. Da steht der Gesetzgeber und der gesunde Menschenverstand dagegen. Absolut. Aber Herr Schickel. Finde ich gar nicht gut. Ja, das Sie wäre haben, dann Monopol. Ja, Sie haben, Herr Jung, nach den Strukturen gefragt und Sie fragen da ja nach der Normung, nach der Standardisierung. Genau, das ist impliziert gemeint. Da haben wir zu einem recht frühen Zeitpunkt schon begonnen, bei VDI in der Richtlinienreihe 2552 zu arbeiten. Die wird über das Spiegeln im Normenausschuss bei DIN, das ist der 00513, also 005 NA Bau, Fachbereich BIM, wird von dort aus dann nach CEN getragen, TC 442,
und von dort aus in die ISO-Ebene. Die Grundlage ist damals schon bei Building Smart gelegt worden, dann hat sich der VDI-Ausschuss gegründet und Gott sei Dank gibt es da eine enge Zusammenarbeit über Koordinierungskreise, denen der BTGA auch mitwirkt, denen er angehört, zwischen VDI und DIN, um das Sprungbrett in die ISO zu bekommen. Das haben wir ja zum Beispiel mit der 16757 geschafft, mit der 3805 VDI-Norm und auch mit einigen anderen. Und von daher diese Fragen, wo sind die Strukturen, was ist hinter welchem LOI, hinter welchem LOIN und LOD, Level of Detail versteckt, das ist beschrieben, das kann man nachlesen, da muss man sich nur mit befassen. Und warum sind wir noch nicht so weit heute in der Praxis, wie es Kollege Groben wunderbar ja beschreibt, weil die Dinge sind da, warum werden sie nicht angewendet? Das ist ganz einfach. Das ist die Komfortzone, aus der man sich ungern freiwillig rausbewegt. Die Dinge haben immer so funktioniert. Das ist die gute Frage, wie kommen wir? Die Komfortzone des Planers. Würde ich einen Widerspruch aufstellen. Und der Widerspruch ist ganz einfach. Sie müssen heute Software verwenden. So viele Menschen haben wir gar nicht, um zu planen analog. Und da diese Softwareinseln keinen neutralen Transportcontainer akzeptieren, fange ich eigentlich an, dass ich meine zum Beispiel digitale Planung aus einer Netzberechnung ausdrucke und irgendwo wieder eintippe, weil im Prinzip die Ergebnisse automatisch nicht übernommen werden können. Und solange diese Insel nicht einen Container, einen Zug haben, wo die Informationen reingestellt werden und je nach welchem Schritt ist, nehme ich aus dem Container die Sachen raus, wie gerade beschrieben, bedeutet aber, dass bestimmte Softwarehersteller ihre Geschäftsmodelle aufgeben müssen. Sie müssen vor allem akzeptieren, dass sie halt austauschbar werden. Genau. Also der Punkt ist ja der, dass viele Programme wie Office-Pakete funktionieren. Das heißt, ich muss erstmal eine Lizenz fürs Zuwasser, fürs Abwasser, für Heizung, Lüftung, Sanitär. Ich gebe schon mal 20 Lizenzen aus, damit ich überhaupt arbeiten kann. Und das System ist nicht offen. Und das sind ja einfach Sachen, die aus dem CAD auch noch kommen. Und ich muss einfach diese Sachen, um sie in die Breite zu tragen, wirtschaftlicher machen und auch weniger vollgeladen machen und mich schlichtweg an die Regelwerke, die der Herr Schickel ja erwähnt hat, halten. Und die scheren sich da teilweise vollkommen, gar nicht drum. Vollkommen klar. Jetzt diskutieren wir und haben auch eine wunderbare Problemanalyse, wo es hakt. Ich will Kollege Dehnen bewusst mal reinnehmen, weil das Schlagwort Software ist eben, und Sie haben viel Erfahrung, wie Softwareunternehmen ganz generell ticken, weil die haben eigene Geschäftsinteressen. Und eigentlich soll ja BIM-Produktivität steigern. Wenn aber die Softwareunternehmen, die das ja scheinbar heute treiben, haben die eigentlich ein Interesse an der Standardisierung, die wir beschreiben und an dem methodischen Prozess? Können die ein Interesse haben, weil sie haben ja scheinbar, und sie beschreiben es ja, wunderbares Leben aktuell in dem Zustand, wie BIM aktuell organisiert wird. Ja, also die Softwarehersteller haben Stand heute erstmal kein Interesse an Standards. Das ist eine wichtige Botschaft. So, unser erster Vorsitzender des Vereins hat ja mal vor, ich glaube, 3-4 Jahren ist er auf einer Messe mal auf einen der namhaften Hersteller zugegangen. Und als er nur gesagt hat, wo er herkommt und was er vorhat, hat man ihm gesagt, Sie dürfen den Stand gerne verlassen. So, und das ist aber auch, ja, und das ist ja ein zentraler Punkt, das würde ich in die Runde reingeben, weil wir beschreiben wunderbar und wissen, wo der Prozess ist. Aber wir haben ja der Gesellschaft zu dienen. Die BIM-Methode an sich hat ja was ganz Tolles, erstmal überhaupt zu einem Schatten zu kommen, um dann später tatsächlich zu einem Zwilling. Aber ohne einen ersten Schatten kommt das andere nicht. Wo ist denn jetzt der Punkt, auch aus Herstellersicht, wo Sie auch sagen, wir wollen standardisieren, wir müssen Produktdaten abliefern. Und Herr Trabert, Sie sagen es ja selbst, momentan müssen Sie wahnsinnig viel schnitzen. Und das sind im Prinzip sind es unsere Kosten. Also unsere heißt ja, die Hersteller haben eigentlich höhere Kosten ohne irgendeinen Absatz. Und die Planer hängen dazwischen, weil sie nicht sauber harmonisiert arbeiten können. Ja, das ist genau der Punkt, die Software. Das ist genau der Punkt, die Softwarehersteller. Ich glaube, da müssen wir dran arbeiten. Und da gibt es ein schönes Beispiel von den Lichtplanungsherstellern. Man hat es geschafft, dass die zwei großen europäischen Lichtplanungshersteller, also Softwarehersteller, es geschafft haben, ein einheitliches Datenformat auf die Beine zu stellen. Das GLDF, das ist jetzt soweit da, es ist beschrieben. Und dort ist es dieser große Container, Sie können alles reinpacken, das ist eine Mega-Language-Sprache, da können Sie sozusagen jedes Attribut reingeben mit einem Wert und dann können Sie es später wieder rauslesen.
Ne? Also ich glaube, das ist der Weg. Und das haben sie auch bewiesen, diese Lichtplanungsprogramme vor Jahren, sodass sie aus anderen Formaten sozusagen die Gebäudestrukturen, die Raumabgrenzung übernehmen können und wieder zurückspielen können. Ja. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich eine Netzberechnung mache, brauche ich Ton. Ja. Jetzt habe ich das Thema, für Licht habe ich das. Ich muss aber breiter denken, weil ich brauche jetzt die Anschlusspunkte vom Licht für die Steuerung. Und wenn ich die Steuerung plane, also auch hier, das ist genau die Initiative, super, dass das Licht gemacht hat, aber das muss breiter werden. Wir haben das Ganze mit ein paar Herstellern in der Elektrotechnik von der Netzberechnung mal durchdiskutiert, mit Stromlaufplanherstellern, wie man das aufmacht. Da gibt es ein paar, die sind bereit, in der Richtung mitzuarbeiten, und es gibt ein paar, die verweigern sich dem Thema. Man muss ja aber mal sehen, dass es diese Standardisierung schon immer mal gegeben hat. Also die Gap-Schnittstelle und die, dass wir einheitliche Ausschreibungsprogramme haben, ist irgendwann Anfang der 60er Jahre entwickelt worden. Das steht völlig außer Frage, dass man seine Daten in diesem Format hat, seit gefühlt 40 Jahren. Und genauso ist es wichtig, Beleuchtung wurde angesprochen, die haben sich in dem Interessensverband zusammengeschlossen. Heute ist die Dial, der Drehpunkt, sowas brauchen wir bei BIM auch. Und wenn, dann würden sich gerne, denke ich, viele Hersteller da dranhängen und sagen, wir liefern, wie es eben die Leuchtenindustrie und, die vorgemacht hat, dass ich nicht 10 verschiedene Beleuchtungsberechnungsprogramme habe, wie das ja vor 20 oder 30 Jahren war. Und in die Richtung müssen wir bei BIM auch kommen. Und das haben ja andere schon vorgemacht, wie es eigentlich geht. Also aus meiner Sicht heraus, ist der Schlüssel die Kommunikation. Also das gegenseitige Verstehen. Das einzelne Softwarehaus kann und muss ja sein Produkt spezifizieren, unterscheiden vom Markt, sonst hat es keinen Marktvorteil, findet vielleicht keine Kunden. Aber wenn es kommunizieren muss nach außen, wenn es seine Berechnungsergebnisse, seine Informationen in den nächsten Schritt reinpflegen muss, um dann einen weiteren Plan vorzunehmen, das muss so standardisiert sein, dass es möglich ist. Und dann können die Softwarehäuser wunderschöne Oberflächen und können intern machen, was sie wollen, aber dann kommunizieren nach außen. Das, was wir hier tun. Unsere Sprache verhindert ja nicht, dass jeder anders denkt und andere Ideen hat. Aber trotzdem verstehen wir uns, weil wir uns auf die Sprache geeinigt haben. Ich will trotzdem nochmal zurückkommen. Alles richtig. Und trotzdem haben Softwarehersteller, und die haben ja irgendwie eine Marktwirkung, haben wir sowas wie das GLT, wie Sie es beschrieben haben, in der Lichtindustrie, eigentlich bei denen, die uns sehr, sehr oft über uns stehen, nämlich Architektur, Bauwesen, hat ja noch in der bauphysikalischen Seite, gibt es dort was Identisches? Weil wir müssen ja irgendwie wegkommen, um dass Revit, Bentley und andere große Softwarehersteller diesen Prozess weiterhin steuern. Wo ist da der Knackpunkt? So schön, wie wir hier jetzt in unseren Fachmodellen diskutieren, es gibt noch eine andere Welt und die haben scheinbar ein hohes Interesse, dass alles so bleibt, wie es ist. Man darf auch nicht vergessen, dass ja Softwarehersteller proprietäre Schnittstellen als de facto Standard durchgesetzt haben. In AutoCAD ist es DXF gewesen. DXF ist ein AutoCAD-Format, keine offene Schnittstelle wie jetzt IRC. Und es ist der kleinste gemeinsame Nenner. Also auch wenn ich über IRC was einspiele, habe ich noch keine Systeme dahinter. Das heißt, ich habe vielleicht jetzt, weil wir hier bei Robo ja gerade sehen, ein Stück Kabelrinne, aber ich weiß noch nicht, wie es mit dem Bogen weitergeht, weil die Schnittstelle das in der Tiefe nicht hat. Oder die Daten, die darüber kommen. Super, Herr Krumm. Ich will Sie ja bewusst auch fürs Publikum an Schmerzpunkte in der Diskussion führen. Wenn das so ist und wir aber zu einem Open BIM, also zu einem standardisierten Ablauf kommen wollen und das nicht jetzt die über die Software auch an Daten kommen, Daten steuern, wir haben alle die Intelligenz, dass man daraus Geschäftsmodelle entwickeln kann, dann muss doch irgendwo vielleicht auch von der Regierung ein Punkt kommen, dass solche Datenmodelle gefordert werden. Ich kenne das aus meinem direkten Umfeld, Smart Meter. Da hat man an einer bestimmten Stelle auch von oben, weil Normung dann irgendwann nicht mehr die Kraft hat, zu sagen, okay, an einer bestimmten Stelle muss der Staat jetzt zwingen, eine Schnittstelle operativ. Ist das ein Ansatz? Und natürlich hier auch auf einer Messe im Verbandswesen, wo wir an einen Punkt kommen, dass die Softwarehersteller, die ja jetzt eine Marktmacht entwickelt haben und wo wir nicht weiterkommen, obwohl wir Normung haben. Herr Hette, ganz bewusst Sie kennen die Diskussion aus Fischschicht, aus anderen Blickwinkeln. Ja. Also das Thema ist, Sie haben Gap erwähnt, war eine tolle Idee, 40 Jahre alt, gehört modernisiert, aber dann eben nach den Grundsätzen, wie heute Formate maschinenlesbar konstruiert und gebaut werden, sodass ich nicht nur
Text übermittle, sondern dass ich Berechnungsinformationen übermitteln kann oder die Informationen zur Berechnung übermitteln kann. Und das löse ich entweder über den einen Weg, regulatorisch, gibt einen anderen Weg, das ist der Weg der Willigen. Es gibt Softwarehersteller, die wollen das, die wollen praktisch einheitliche Schnittstellen haben. Und dann setzt man sich halt in der Normierung zusammen und macht mal einfach eine Norm für eine neutrale Schnittstelle. Laden wir gerne in Electrical Room bei Building Smart ein, aber auch in die anderen Datenformate, die da mitarbeiten und standardisierte Daten haben. Weil wir ja müssen unterscheiden zwischen der strukturierten Daten, einem Transportcontainer und einer Verortung. IFC ist für mich eine Verortung, da brauchen wir im Prinzip irgendwo die Daten und ich brauche den Transportcontainer. Und wenn ich strukturiert Daten nach VDI reinlege oder nach ETIM oder nach E-Class und die sind im Container drin und ich kann die entnehmen aus dem Container, kann ich arbeiten. Also brauchen wir ein paar Softwarehersteller am Ende, die zeigen, dass es auch anders geht. Und da gibt es einige, die sind bereit dazu, die arbeiten auch in der Normung mit. Na, aber ja. Ich finde den Hinweis auf die Regierung gar nicht schlecht, weil es gibt immer Punkte, wo Sie, wie Sie richtig sagen, der Fachverband nicht mehr ausreichend stark ist, nicht mehr genug Kraft hat. Da muss halt von Regierungsseite, von Gesetzgeberseite halt sowas eingefordert werden, weil es ist ja unterm Strich, sind wir uns ja einig, BIM ist ja ein Vorteil für die Gesamtgesellschaft. Nicht nur für den Planer oder den Bauherrn oder was weiß ich, die Hersteller der Produkte. Es muss einen Vorteil in der Gesamtheit ergeben. Also das Ziel ist, dass digital geplant wird und wer sich ein bisschen beschäftigt hat, im Prinzip machen wir die Übung, um nicht Planungsfehler, die parallel aneinander geplant haben und bestimmte Schnittstellen gar nicht gesehen werden und erst auf der Baustelle Berliner Flughafen lässt grüßen. Da war nämlich die Problemstellung, das ist nur ein prominentes Beispiel, dass es Planungsfehler gab, weil man parallel geplant hat und man Kreuzungen, um die primitiven Dinge nur mal zu beschreiben, erst auf der Baustelle entsteht. Und das ganze Ding kann ich virtuell natürlich vorher durch Kollisionscheck überhaupt sehen. Das ist ja eigentlich die Grundlage, warum man eine BIM-Methode setzt. Jetzt gibt es der Gesetzgeber, hat das festgeschrieben und sagt, wir planen mit BIM. Und viele hier, auch Markus Hette kennt das, wir haben die Tage über den Digital Product Passport diskutiert. Ja. Dann steht da DPP, das ist ein Schlagwort, BIM steht irgendwelchen Gesetzen und dann lässt man den Markt irgendwie spielen. Jetzt sind wir wesentlich weitergekommen in dem Prozess, spüren aber, man hat das Schnitzen oder das Proprietär, entsteht das mal, hat sich jetzt eine Eigenwelt entwickelt. Und deswegen nochmal die Frage, das muss auch europäisch gedacht werden. Am Ende des Tages, wenn der Gesetzgeber BIM bestellt, dann muss er uns doch auch eigentlich an bestimmten Stellen unterstützen. Und wir müssen ihm sagen, wo sind die Schmerzpunkte? Und dann nochmal abschließen, bevor wir zur Zusammenfassung kommen, wo sehen Sie die Schmerzpunkte? Und vielleicht aus dieser Talkrunde noch zu sagen, hey, nehmen wir eine Kraft, das müssen wir mal in der Normungsorganisation oder bei der Politik adressieren. Es ist hier gerade die Forderung nach einer gesetzgeberischen Vorgabe für die Digitalisierung im Gebäudesektor erhoben, finde ich schwierig. Smart Meter ist das beste Beispiel. Der Rollout hätte vor 8 Jahren, Herr Hettich, oder 9 hätte der schon sein sollen. Da gab es dann aufgrund der gesetzgeberischen Vorgaben nicht genügend Unternehmen, die überhaupt was angeboten haben, was dann zertifiziert werden konnte. Dann gab es 3 Unternehmen, dann wurde der Rollout wieder angekündigt, dann gab es auch die entsprechenden gesetzgeberischen Verordnungen dazu. Inzwischen ist diese ganz strenge Zertifizierung aufgehoben, nicht ganz, ja. Jedenfalls vom Rollout. Es gibt nur 5 Hersteller. Es gibt nur 5. Das ist natürlich eine Marktbehinderung am Ende. Von dem großen Rollout, der da angekündigt worden ist, den wir brauchen für die Energiewende, um die Netze zu entlasten, habe ich jedenfalls im ausführenden Gewerk noch nichts bemerkt. Also das hat nicht funktioniert. Naja, jetzt sollten wir das eine mit dem anderen nicht vergleichen. Ich verstehe den Punkt. Nur glauben Sie nicht, dass die Netzbetreiber diesen Prozess freiwillig gemacht haben. Nein. Also an einem bestimmten Punkt, da ist man ähnlich wie jetzt hier zur Software und da passt das natürlich. Wenn jemand im Vorteil ist, in einem zeitlichen Vorteil, und das ist auch Wirtschaft, dann will er natürlich die Dinge steuern. Also die Frage ist schlicht nochmal, LOD, Level of Detail und auch neutrale Planungsphasen müssen neutrale, irgendwann müssen sie spezifizierter werden, so ist ja der Planungsprozess. Warum kann man das nicht verfeinern und zumindest den Prozess gesetzlicher Seite auch nochmal festsetzen, dass wir da rauskommen? Warum ist das so schwierig? Ich würde es anders formulieren. Wenn der Gesetzgeber sagt, am Ende eines Baus ist ein digitales Modell zum Betreiben zu übergeben, aber den Weg dahin freilässt,
In dem Augenblick würden, glaube ich, alle Beteiligten sich noch intensiver bemühen, das, was wir beschrieben haben, diesen Transportcontainer zu schaffen, zu realisieren. Und wir sind alle in Verbänden, wir spendieren viel Zeit in den verschiedensten Organisationen. Und wenn das klare Ziel da wäre, gesetzgeberisch zu sagen, es ist das zu übergeben, aber den Freiheitsgrad zu lassen, ja, dann denke ich, wären wir schon einen ganzen Schritt weiter. Wir sind jetzt eine Minute drüber und ich finde, Markus Hettig, das ist für mich eine Kernbotschaft. Ich will jetzt nicht sagen, das ist eine Gesetzesvorlage, die wir jetzt gleich direkt formuliert haben, aber es ist tatsächlich ein intelligenter Weg, nicht zu sagen, wir wollen BIM, sondern wir wollen am Ende des Tages ein digitales Modell. Somit ist es auch möglich, das ist der Schatten, der aber dann wirklich einen Zwilling zulässt, also das, was wir eingangs diskutiert haben, wirklich dann weiterentwickelt. Und es herrscht dann Druck zur Konvergenz. Dahingehend Druck, dass auch natürlich ein Softwarehersteller, ich will die Namen nicht nennen, gezwungen sind, zu Open BIM zu kommen. Und Open steht für Schnittstellen, Standards, Klassifikationen. Ja. Und dass am Ende des Tages, das ist unsere Motivation als Herstellerverband, es nicht so ist, dass Hersteller am Ende des Tages die Kosten tragen müssen, weil sie 500 Standards individuell bedienen müssen und eigentlich mehr Jobs dann nicht mehr in der Planung sind, sondern im Datenschnitzen. So, ich muss leider zu Ende kommen, habe versucht, das ein bisschen zusammenzufassen. Sie haben auch gespürt, ich wollte hier Stress erzeugen in den Fragestellungen, dass wir jetzt nicht in eine gemütliche Fachrunde kommen, sondern auch für Sie ein bisschen aufzeigen können, hey, wo ist denn der Knacktus? Weil BIM läuft, er läuft proprietär, aber er muss standardisiert und wie Sie es beschrieben haben, in Containerboxen klar strukturiert beschrieben werden. Also das Zielbild ist komplett klar und wir stecken jetzt so irgendwie mittendrin, es ist also schon vieles da, aber der letzte Schritt zur Konvergenz, den müssen wir gehen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, Ihnen allen noch eine gute Messe. Danke. Danke.